Ja, hallo und herzlich willkommen zu Jessica und diesmal mit Cesi Sonnenbrand als Intro. Irgendwie Sonnenbrand stelle ich mir schmerzhafter vor oder ist schmerzhafter. Schon lange kein mehr gehabt. Und ja. Und die Dinge entwickeln sich. Die Ereignisse überschlagen sich. Ne? Allem voran haben wir hier wieder Text. Ne? Das ist ganz toll. Den habe ich da wieder eingefügt. Und ich hoffe, wir können das irgendwie mal. Ich meine, wir haben wieder so viele Keywords und ja, und wir kommen irgendwie nicht hinterher, diese Videos zu gucken. Ne? Machen wir weiter mit dem nächsten. Mit dem 86er. Ne, hey, 86 haben wir ja gehabt. 86. Nee, das habe ich ja, habe ich das nicht korrigiert hier? 86 war doch eine. Das war jetzt eine neue Location. Komisch. Das ist dann 86. Ja. Und das ist 89. So geht das jetzt, ich weiß es nicht. Genau. Weißt du, wenn sich dann irgendjemand da aufspielt und Interviews gibt und sagt, das, was wir machen, ist falsch. Ey, dann braucht er sich nicht wundern, wenn irgendwann sein Büro einfach brennt. Ja? Solche Leute wollen wir hier auch nicht haben. Diese ganzen Gutmenschen, diese Versteher. Ey, die haben doch auch keine Ahnung, die arbeiten doch auch für dieses Scheißsystem. Ja, da bin ich doch etwas überrascht. Ne? Wo ist Jessica geblieben mit Hallo, ich bin Jessica. Ich wollte euch hier was über meine Kindheit erzählen. Ne? Also, da gibt es doch so ein Video ganz am Anfang. Ne? Ja, gut, Mensch. Ja, in welchen Gruppierungen Gutmensch als Kampfbegriff benutzt wird, das wissen wir ja. Interview. Büro brennt. Diese ganz Gutmenschen, diese Versteher, die haben noch keine Ahnung, die haben ein System, ja. Ja, schade, ne? Dass ich also jetzt hagelt es wieder von Keywords. Ne? Also offensichtlich hat da jemand sich in einem Interview gegen ihre Gang da ausgesprochen, um es mal vorsichtig auszudrücken, und dessen Büro brannte dann. Interview. Büro? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich nach dem Bürobrand suchen soll. Ne? Ist ja ein Attentat. Ne? Brand. Oder brennen. Brennt. Ich gehe mal einfach brennt halt. Gutmenschen. Ja. Gutmenschen. Verstehe. Keine Ahnung. System. Das sind die. Ist die Essenz dieses Videos, das wir rausziehen können. Und natürlich, dass wir so unsere akribische Liste hier einfügen müssen. 089. Jessica
radikal. Radikal geändert. Tja. Wirkt aber jetzt alles nicht so wie ein Grund zum Selbstmord, ne? Mehr für einen Grund für ein Strafverfahren, aber mal gucken, was da noch kommt. Tod, ja, Tod haben wir noch 3 unentschlüsselte Dateien. Vater, ne, alles Diplomat, auch alles bekannt. Es. Krankenhaus. Was war denn das hier noch? Geburtsurkunde, Kimbe, was war die Geburtsurkunde? Scan, Klinik. Sollen wir mal Klinik noch eingeben? Da ist man leider nicht spannend, wie Diagnose leichte Sehr geehrter Herr Gabi, dann muss ja noch da zu Hause gewesen sein. Ja, kann ich irgendwie gar nicht einordnen, dieses Schreiben. Wieder Schädeltrauma. Ja, hat die irgendwann einen am Kopf bekommen. Also da. Es geht ja an ihrem Vater, also muss das aus der Zeit vor der Trennung sein. Ich stecke mal noch Klinik ein und. Wir gucken weiter mit Bruder. Hund. Baldi. Alleine. Kohle. Da haben wir noch unentschlüsselte Dateien. Ja, wir haben 111. Ja gut, da fallen jetzt auch die ganzen Bilder drunter. Weil so viele scheinen das ja nicht zu sein, sonst müssten die uns ja häufiger unterkommen, hier die Bilder. Ja, doch, sind doch einige. Ja, also können wir mit dieser Zahl von 107 dann irgendwie nicht wirklich arbeiten. Zu Hause. Die gelben kriegen wir auch noch nicht geknackt. Nur die grünen, habe ich den Eindruck. Sommer. Auto. Nachwuchs. Saufen. Familie. Die haben wir jetzt eine grüne entschlüsselt. Ja, wir sind gerade über dem Niveau der Blauen, habe ich so den Eindruck. Familie. Haben wir eine neue Datei, 72. 72 gehört in diesen Kontext hier. Da tragen wir so ein, bevor ich es vergesse. Bestimmt schon mal vergessen. So, jetzt schauen wir rein. Wir waren am lautesten. Wir hatten einfach am meisten Spaß. Ey, schau mal, die da hinten. Wir hatten auch einfach nichts zu verlieren. Wir haben es uns einfach richtig gegeben. Weißt du, drauf scheißen, was andere denken. Einfach Gas geben, locker lassen. Und einfach machen, worauf du Bock hast. Aber mir war das so scheißegal. Ja, und wenn du dann nicht alleine bist, wenn du dann endlich jemand hast, der dich versteht, der genauso tickt, dann fühlst du dich so unsterblich. Du bist unverwundbar. Du bist so mächtig, kannst alle komplett überrollen. Wer geht mir da? Ach, eine Mail. Ja, das ist dieser Konzert, der Sommer des der geilste Sommer des Lebens. Gas geben, Bock hast, scheißegal. Alleine bist, endlich jemand, der dich versteht, der genauso tickt, dann fühlst du dich unsterblich, verstehst. Ich gebe das mal so ein, wie es hier steht. Unsterblich, unverwundbar. Unsterblich, ja, ein bisschen makaber in dem Zusammenhang. Auf jeden Fall schien dieser Konzertbesuch kein Anlass zum Selbstmord zu bieten.
unverwundbar. Du bist so mächtig, mächtig. Wir sind am Ende von unserem... Doch, da haben wir noch eine Zeile. Okay. Ja. Das nehme ich jetzt mal da mit und wir haben eine Mail. Welt und Region. Was ist das? Nach was suchst du? Okay, erstmal Welt und Region. Können wir die irgendwie den Newsletter irgendwie abbestellen? Wem hörst du da eigentlich zu? Eine scheinbar unendliche Reichweite, tausende Uploads, Bilder und Stories. Das Internet ist voll mit sogenanntem Content, auf Deutsch Inhalt, der Nutzerin häufig kostenlos zur Verfügung steht. Die Aufrufe und Interaktionen reichen vom 4 bis zum 7-stelligen Bereich. Naja, also 4-stelliger Bereich, da würde ich mich schon sehr drüber freuen, an Interaktionen. Und das manchmal täglich. Aber wem schenken wir da eigentlich unsere Aufmerksamkeit? Und was sind potenzielle Folgen? Die Gefahr versteckt sich in uns selbst. Ab einem gewissen Punkt hören wir auf zu reflektieren, was uns vorgesetzt wird und nehmen es für bare Münze. Eine direkt nachvollziehbare Auswirkung ist die Verbreitung von Fehlinformationen, Fake News. Doch was passiert, wenn das digitale Idol auf einmal beginnt, Hass zu verbreiten? Mehr dazu in unserer kommenden Reportage. Ja, erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt der noch? Attila Hildmann, ne? Der vegan kochende Corona-Gegner. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Ja, die Fake News. Mhm. Da macht sich Welt und Religion drum Gedanken. Anonym. Nach was suchst du? Ja, nach was suche ich? Nach Jessicas Grund für den Selbstmord. Ne? Und abgesehen davon ist auch mein Job. Manchmal fehlt uns etwas und wir wissen nicht, was es ist. Unterbewusst sind wir uns eines Defizits bewusst, aber können es nicht benennen. Rastlos verbringen wir die wachen Stunden mit der Suche noch. Doch kennen nicht das Ziel. Ist es ein Ort, eine Person oder ein Zeitpunkt? Ob der Weg, auf dem du dich befindest, der richtige ist, wird sich noch zeigen. Bis dahin heißt es weitergehen. Ja, es gab bei mir auch mal so eine Phase der Suche nach dem Sinn und so. Und den habe ich damals für mich im Existenzialismus gefunden. Und ja, bin ihm irgendwie auch so ein bisschen treu geblieben. Dem Existenzialismus. Also Albert Camus, Jean-Paul Sartre und so. Ne? Das war ja so dieses Coming on Age, wie man das so schön im Englischen nennt. Und wir sind noch mit unserer Recherche befasst. Mein Gott, Familie ist ja wirklich, ja gut, also Familie ist das ganz große Defizit von Jessica, ne? Und deswegen gibt es da vermutlich auch die meisten Dateien zu. Wir haben auch so viele, die gelben, wir können euch mal alle grünen knacken. Ne? Wir stehen da noch ziemlich am Anfang irgendwie. Was heißt am Anfang oder in der Mitte irgendwie? Also ich seh das Ende ist noch nicht in Sicht. Und wir suchen weiter. Freunde. Ja, da haben wir noch zwei grüne Dateien, mit denen ich weiterkomme. Doris, ja, zu Doris. Ach, hier ist noch eine Doris-Datei. Freundin.
Ja, bei Freund hat sich was getan. Ne? Statt Hund ist es jetzt Sascha. Und deswegen haben wir hier wohl auch neuen Content. Zu Deutsch Inhalt, wie wir eben gelesen haben. Das hier ist 68 und gehört in. Das habe ich hier eingetragen. Haben wir schon mal uns angeguckt? Nee, ist ja gar nicht ein. So viel zu meiner akribischen Liste. Haben wir dann 69 geguckt oder so? Ja, Sascha. Dunkle Augen. Wie so ein Wolf. Ey, wenn der mich nur festgehalten hat. Du konntest die Muskeln spüren und hast dich einfach so beschützt gefühlt. Und da war einfach jemand, der hat sich gekümmert. Und wie er mich angeschaut hat. Ey, wie er mich angelächelt hat, wie er mich zum Lachen gebracht hat. Es war echt. Auf einmal habe ich wieder angefangen zu leben. Ich habe aufgemacht. Endlich ist da jemand, der einfach sieht, wie ich bin, wer ich bin. Und mich dafür liebt, wie ich bin. Ey, und man konnte einfach sein, wie man ist. Und wurde so akzeptiert. Muss ich nicht nachdenken, was ich sage oder passt das jetzt alles? Nein. Du bist einfach du und du lebst in dem Moment. Und du machst einfach nur, worauf du Bock hast. Scheißegal, was alle denken. Ja, scheißegal, irgendwie eine neue Lieblingsvokabel von ihr hier. Ne? Ja, mal gucken, Muskeln spielen, also beschützt. Beschützt. Gekümmert. Anlächeln. Ich glaube, Liebe haben wir aber schon mal eingegeben. Ne? Endlich ist da jemand da. Der einfach sieht, wie ich bin und dafür liebt, wie ich bin. Konnte einfach sein, wie man. Da musste ich nicht nachdenken, was ich sage, oder passte das jetzt alles? Nein, du bist einfach du und du lebst im Moment und machst einfach, worauf du Bock hast, scheißegal, was alle denken. Ja, schwierig, da ist was rauszuziehen, aber ja, klingt nach einem schönen Sommer, ne? Kann man es irgendwie weiterleiten? Nee. Endlich immer. Entschuldigung. Akzeptiert. Ja, und es war 69, habe ich zwischendurch nachgeguckt. Und wir haben noch ein Suchergebnis. Das haben wir schon angeklickt, aber noch nicht angeguckt. Ne, das war das 68. Da hat sich einfach das Thumbnail nicht aktualisiert. Ja, gut. Labrador. Dreck. Zimmer. Schwanger. Bei Schwanger gibt es keinen neuen Inhalt, also Jessica ist anscheinend nicht schwanger geworden. Geschwister. Heinrich. Sport. Bei Sport gab es was Neues. Vielleicht schließt uns das die Lücken in diesem Sportteil nach der Trennung, ne? Das wäre nämlich mal interessant. Schauen wir rein. 92. Das weist aber noch weiter in die Zukunft. Wir haben ihn erstmal umgehauen.
lag er da am Boden. Konnte sich nicht mehr rühren. Zwei haben ihn festgehalten. Sascha hat ihm noch mal richtig eins reingetreten. Und dann habe ich ihm das Hemd runtergerissen. Dann lag er da mit seinem fetten Schwabbelbauch. Und wir haben richtig schön das Ding heiß gemacht. Richtig schön unter der Flamme. Ich wollte das machen. Ich habe zu den anderen gesagt, haltet ihn fest. Haltet das Schwein gut fest. Und dann habe ich dieses Eisen genommen und habe ihm unser Zeichen auf seine fette Brust gedrückt. Und es hat richtig gebrannt. Es hat gestunken. Ja, jetzt ist einer von uns, aber will oder nicht? Uns wird er nicht mehr vergessen. Ja, also das übersteigt es so ein bisschen den Kontext von Bierflaschen werfen oder ja, was weiß ich, ne, was unter Rauditum fällt, und jetzt sind wir da schon im Bereich der harten Körperverletzung, ne? Und ja, da lebt Jessica irgendeine Wut aus, ne? Also was heißt irgendeine Wut? Wir wissen natürlich, woher die Wut kommt in ihr, ne? Aber wie sie sie kanalisiert, fragwürdig. Wir können das Chat schicken. 92. 92 findet auch noch in dieser Outdoor-Umgebung statt. Ja, dann sind wir mal gespannt, was Chat dazu sagt. Das wird immer bunter. Jetzt hat sie auch noch einen Typ gebrandmarkt. Na, das hat sie wahrscheinlich erfunden. Hast du irgendwelche Beweise dafür? Sie sagte selbst, dass sie gerne Geschichten erfindet. Ja, das stimmt natürlich. Du meinst, das sei erfunden? Vielleicht wurde es vertuscht. So wie sie das beschreibt, hatte die Person wahrscheinlich Angst, zur Polizei zu gehen. Ja, so klingt das, ne? Das klingt nicht erfunden. Vielleicht kam es einfach nie zu einer Anzeige. Ja, das sage ich doch. Das wäre recht plausibel. Ich glaube, ich hätte auch Angst, noch so wieder zur Polizei zu gehen. Ich frage mich, ob es dann noch andere Opfer gab. Das ist natürlich eine Frage. Gut möglich, dass da noch andere sind, die sich nicht getraut haben. Echt scheiße, dass uns die Hände gebunden sind. Das müsste ich mal einem Profi ansehen. Ja, wer ist jetzt bitte der Profi, der Chef? Finde ich auch. Ich will es einfach nur hinter mich bringen. Warum habe ich diesen Job eigentlich bekommen? Tja, weil wir gut Rätsel lösen können, habe ich gehört. Ja, komm, Profi, finde ich auch. Behalte auf jeden Fall mal alle Daten. Und halt noch ein bisschen durch. Ich rede mal mit Cem, vielleicht ist das hier eine Ausnahme. Alles klar, danke. Ich versuch's. Sag ihm, dass es wirklich ernst ist. Ja, das ist ernst. Das hier ist kein Rauditum mehr und auch kein Kinderspiel. Ja. Also, Jessica überrascht mich doch immer mehr. Zum Glück, sonst wäre das Spiel ja auch eintönig. Die nächste Datei, 93, die schließt dann an, sehr schön. Saufen gut und schön, ja. Aber wir müssen auch darauf achten, dass wir fit bleiben. Und damit kenne ich mich aus. Wir müssen uns stählen, ja. Und ich weiß ganz genau, was wir machen müssen, damit wir fit sind. Damit wir da sind, damit wir reagieren können. Damit uns keiner mehr was kann. Wir müssen laufen. Wir brauchen Konditionen. Wir brauchen Ausdauer. Wir sind die Jäger. Und die Jäger müssen stark sein. Wir müssen trainieren. Und wir brauchen ein bisschen Disziplin. Sonst erreichen wir gar nichts. Ja, da bemerke ich doch direkt irgendwelche Keywords und habe im gleichen Moment fällt mir an, dass ich hier gar keine rausgezogen habe. Oh, nee. Wir haben ihn erstmal umgehauen. Dann lag er da am Boden. Konnte sich nicht mehr rühren.
Zwei haben ihn festgehalten, Sascha hat ihm nochmal richtig eins reingetreten. Und dann habe ich ihm das Hemd runtergerissen. Dann lag er da mit seinem fetten Schwabbelbauch. Und wir haben richtig schön das Ding heiß gemacht. Richtig schön unter der Flamme. Ich wollte das machen. Ich habe zu den anderen gesagt, haltet ihn fest. Haltet das Schwein gut fest. Und dann habe ich dieses Eisen genommen und habe ihm unser Zeichen auf seine fette Brust gedrückt. Und es hat richtig gebrannt. Es hat gestunken. Ja, jetzt ist er einer von uns, ob er will oder nicht. Uns wird er nicht mehr vergessen. Ja, wäre interessant, was das für ein Zeichen ist. Vielleicht kriegen wir das noch raus. Ich hoffe es mal. Ne? Vielleicht finden wir ja auch denjenigen, dem das da widerfahren ist. 93. Achso, 92 haben wir gerade zugemacht. Und 93. Ja, Training haben wir ja schon. Saufen gut und schön, aber wir müssen auch genau wissen, damit wir da sind, damit wir reagieren können, damit uns keiner was kann. Wir müssen laufen, wir brauchen Kondition, wir brauchen Ausdauer. Wir sind die Jäger und die Jäger müssen stark sein, wir müssen trainieren, wir brauchen ein bisschen Disziplin. Ja, okay. Jäger würde mich mal interessieren. Disziplin. Ja, Kondition weiß ich jetzt nicht. Ausdauer, Laufen. Laufen hat man doch bestimmt schon als Begriff. Schwierig. Und wir können es noch weiterleiten an Chat. Wir dürfen nicht immer nur saufen. Hat sie das gesagt? Ja. Ja, so ungefähr. Jupp. Nein, jupp. Finde ich jetzt so ein bisschen jovial in dem Zusammenhang. Sie ist ja, ist an sich ja nicht verkehrt. Eigentlich nicht. Solange man das nicht übertreibt, darf man ruhig was trinken. Ja, kann nicht schaden, ein wenig auf die eigene Gesundheit zu achten. Das war jetzt immer die Frage. Nicht verkehrt. Eigentlich nicht. Ach komm. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Da stimme ich dir zu. Also ist da. Gehen wir im Chat eintrinken. Hoffe, bei ihrer Aussage steckt nicht irgendwas dahinter. Wie meinst du das? Okay. Seit wann bist du so misstrauisch? Wie meinst du das denn? Na, du weißt schon. Mit diesen plausiblen Aussagen ziehen die dich doch auf ihre Seite. Und dann, bam, kommt irgendwas, womit du nicht gerechnet hast. Ach so, dass man so zustimmt, obwohl, ja, so eine rhetorische Falle oder so. Ich verstehe, ganz schön raffiniert, schwierig, da nicht drauf reinzufallen. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was er meint. Sie manipulieren einen quasi. Die wahre Botschaft ist versteckt, aber sie geben dir das Gefühl, dass technische Störung. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Das? Ja, und das macht unser System hier winke-winke. Ich weiß es nicht, vielleicht ist ja auch ein Zeitfaktor eingebaut. Meine Fresse. Ich spreche mal mit Cem. Das kann doch nicht sein. Ja, genau. Sprech mal mit Cem. Was heißt sprechen? Der schreibt ja nur. Ja, irgendwie, ne? Macht unser System gerade Wink-Winke. Und wir sind weiter bei Sport. Wir sind bei der 94. Das hier war die 93.
Ja, so von der absoluten Anzahl her, da sind zwar noch Lücken, aber nähern wir uns den 107 Videos. Davon gucken wir uns 94 an. In groß natürlich. Wir müssen uns jetzt fokussieren. Wir müssen trainieren, wir müssen fit sein. Wir müssen uns stählen. Stählen? Damit uns sowas wie bei der Demo einfach nicht mehr passieren kann. Damit wir zurückschlagen. Wenn der Tag gekommen ist, ja, dann habt ihr keine Chance mehr. Ja, und wieder passieren ein paar Dinge im Hintergrund. Wir müssen uns jetzt fokussieren. Wir müssen fit sein, wir müssen uns stellen. Ja, fit. Was sind wir? Stellen. Das. Stellen ist natürlich. Und die Demo. Was da passiert ist, ist wahrscheinlich auch interessant. Zurückschlagen. Wenn der Tag gekommen ist. Dann habt ihr keine Chance mehr. Ja. Wird ein bisschen hektisch hier. Was ist das eigentlich für eine Meldung? Ich will da gar nicht draufklicken, weil mehrfache Aktivität auf dem Server entdeckt. Es können Fehler und Unterbrechungen auftreten. Bitte stellen Sie sicher, dass immer nur eine Sitzung gleichzeitig durchgeführt wird. Okay, wer ist da drauf? Was hat Zoe dazu zu sagen? Ich habe deine Nachricht erhalten, ich kümmere mich sofort darum, suche weiter nach Dateien, bevor sie gelöscht werden. Ich kann sie zur Not aus dem Cache auslesen. Ja, dann. Was heißt denn das? Dass wir unsere Keywords eingeben sollen, weil da gerade irgendwas läuft? Probieren wir das mal. Ausziehen ist neues Bude. Log 84 wurde entfernt. Bude haben wir zwei neue Treffer. Ausbildung. Zur Schanze. 111 Dateien entdeckt. Schanze. Ach. Können ja keine zwei, aber gehen wir mal Schanze ein. Schanze gibt keinen Treffer. Log 87 wurde entfernt. Einsamkeit. Einsamkeit spielt in ihr Leben keine Rolle. Klaus. Dateien entdeckt, 92 entschlüsselt. Kameradschaft. Log 76. Die müssen wir mal sammeln. Mal gucken, wie viel Fenster dieses System hier verträgt. Klaus, Kameradschaft. Nichts. Hab's richtig geschrieben? Ja. Sascha. 118 Dateien. Scan 26 wurde entfernt. Bier. Kiffen. Klaus. Klaus hat man doch schon. Kann man also so weiter war schon. Freundschaft. Freundschaft nicht gefunden. Jutze. 118 Dateien, also keine mehr. Interview.
121 Dateien. Büro. Haben wir einen entschlüsselt. Attentat. Nichts brennt. Nichts. Gutmenschen. Gutmensch. Ha. 122 Dateien. Versteher. Immer noch 122, aber zwei. Ja. System. Die Systemfrage. 125. Klinik. Nee, nichts. Verstehst? Nee. Unsterblich. Unsterblich. 126. Unverwundbar. Mächtig. Nachdenken. Akzeptieren. Ist jetzt bestimmt super spannend, hier zuzugucken. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass uns jetzt so ein bisschen die Zeit davon läuft. Gebrandmarkt. Schwein. 127. Zeichen. 129. Eisen. Jäger. Sehr interessant. 129. Disziplin. Nichts. Reagieren. Ja, Challenge ergeben. Reaktion. Nee. Stellen. Demo. 132. Darf 111 entschlüsselt. Ja. Scan 26 wurde entfernt. Sollen wir das hier mal eintragen? Das ist, sollen wir unsere Bürokratie hier auf die Spitze treiben? Entschlüsseler wurde entfernt. Okay. Log 76 wurde entfernt. Ja, vielleicht brauchen wir das auch, um die Lücken zu schließen. 76. Okay, also da ist jemand auf dem Server. 78 wurde entfernt. '84 wurde entfernt. Ja, wo mag das hier hingehören, 84? Schwierig, ne? Da. Schreib's mal da oben hin. '84 wurde entfernt. Ja, das lass ich mal offen. Was schreibt Zoe? Ich habe danach gehalten, ich kümmere mich sofort darum, Supporter. Ja, ich habe die IP des anderen Nutzers gefunden und gebannt. Du solltest wieder eine Ruhe haben. Hey, Supi. Puh.
Puh, das war krass. Danke. Wie kann so etwas überhaupt passieren? Ja, genau, wie kann sowas passieren? Ach, war am Ende gar nicht so kompliziert. Mehrere Zugriffe waren wohl nur Köder. Das zu entschlüsseln hatte schon das gedauert. Aber am Ende konnte ich die richtige IP rauswerfen. Das klingt für mich kompliziert. Wie geht sowas überhaupt? Ich dachte, unser System ist sicher. Also scheint diese Person zu wissen, was sie tut. Genau. Nun ja, ich muss erstmal eine Diagnose durchführen. Aktuell ist das schwer einschätzen. So wie ich das sehe, bräuchte man für so einen Angriff eine Art Hintertür zu unserem System. Die gibt es allerdings nicht. Es sei denn, hast du irgendwas runtergeladen? Ja. Ich schaue mir nur die Videos an. Nein, ich weiß doch, dass es gegen die Regeln ist. Ich habe eine Datei per E-Mail erhalten, die mit Jessica zu tun hatte. Genau, das haben wir. In Ordnung, ich schaue mir das alles mal genauer an. Ja, mach das. Dann scheint das Problem ja erstmal gelöst zu sein. Und wir haben alle Begriffe ja eingegeben. Immerhin. Da kam auch nichts Neues. Also. Schauen wir mal weiter Videos. Ja, wo fangen wir jetzt an? Fangen wir wieder von vorne an? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen wieder von vorne anfangen. Also bei Jessica. Trinken, Alkohol, Lehrer, Wolken, Kinder, ja, Deutsch, schwule Kinder, Jessica. Ja, nichts Neues. Dann kommt da nicht Laufen. Ach, was weiß ich. Laufen. Ja, bei Laufen haben wir ein paar neue Videos. Blaue und gelbe, aber blaue ist auch noch nicht, können wir auch nicht alle entschlüsseln. Ja, laufen. Siebenundfünfzig, das passt in diesen Sportcontent hier, in ihre Sportphase. So, nur so zur Einordnung, das ist ja ein bisschen unübersichtlich. Ja, sind jetzt diesen Meisterschaften gefahren? Also nur die Besten aus der Schule waren dabei. Ich war natürlich für die Läufer die Beste. Und wir kommen in dieses Stadion rein und es ist echt proppenvoll. Und das war so unglaublich. Du rennst da und alle schreien und feuern dich an. Es war einfach echt, es war ein totales Glücksgefühl. Es war einfach, es war unbeschreiblich. Ja, da war sie noch wenigstens im Schulsport erfolgreich. Meisterschaften. Meisterschaften ist vielleicht noch so ein Wort, was wir mal eingeben können. Ach, tun wir wieder vorne. Wir haben ja wieder Platz. Jetzt muss ich immer so rumblättern. Stadion, unglaublich. Nur die Besten. Alles Glücksgefühl. Haben wir eigentlich mal Glück eingegeben? Ja, irgendwie habe ich den Eindruck, da muss man, wir müssen ja schon sehr akribisch sein. Ja, das war Laufen. 57. Und das ist 103. Wo spielt denn das? Ich dachte, einfach nur verstecken. Wir müssen hier weg. Wir müssen weg, weil die killen uns. Wenn die uns kriegen, die schlagen uns zusammen. Die töten uns.
Okay, dann über die Gärten. Über die Zäune. Ja. Neue Location. Und 103. Die killen uns, die schlagen uns zusammen, die töten uns. Okay, dann über die Gärten und über die Zäune. Ja, geben wir mal Gärten und Zäune ein. Ja. Schwierig, ne? Weil ich gar nicht, was ich davon halten soll jetzt. Ne? Auch wieder so eine sprunghafte Entwicklung. 104. Es geht weiter im gleichen Kontext. Ich mach's mal groß. So eine Wohnsiedlung. Reihenhäuschen an Reihenhäuschen. Und weit und breit sonst kein Schwein. Springen wir da in die Gärten rein und fahren alle am Grillen oder Fußball gucken. Gucken uns an, wie blöd, was machen die hier? Und dann sehen sie aber diesen schreienden Mob von da hinten, die echt alles niederwalzen. Ja, also man hatte geplant, sie hatte sich halt radikalisiert und ja, da scheint irgendwas so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sein. Oder besser gesagt, nicht nach Plan gelaufen sein. Ne? Grillen, Fußball gucken, blöd. Mob. Mondsiedlung. Und Video 104. Ja, das ist das dann 105. Haben wir eine Regie-Serie. Paar haben die erwischt, direkt. Ja, und wir sind in so ein Haus rein, wir sind einfach rein. Wollten uns verstecken. Ich meine, die Typen aus dem Haus auch erstmal nicht besonders begeistert. Hatten auch vor uns erstmal Schiss. Aber wir hatten einfach Panik, selbst Sascha. Ey, so habe ich den nie gesehen. Ich meine, das ist Todesangst. Du weißt, die wollen dich kaputt machen. Die wollen dich richtig ficken. Ja, ja, da ist irgendwas schiefgelaufen. Was ist schiefgelaufen? Ich meine, die Pläne von ihrer Gruppe waren ja meistens auch nicht so humanistisch. Ne? Ich meine, die haben einfach rein, erwischt, raus, erstmal so nicht begeistert, erstmal Schiss, aber... Panik, gehen wir mal Panik hier ein. Selbst Sascha ist eine Todesangst kaputt machen wollen. Ficken, also Todesangst. Ja, und mit dieser neuerlichen Entwicklung in einer neuen Location, ja, wir haben noch jede Menge Videos zu öffnen. Ja, und mit dieser Entwicklung ja, wollte ich die Folge dann beenden. Ja, war ja richtig spannend, ne, für so ein Text-Adventure. Ne? Wir wurden gehackt und Jessica ja, Jessica ist auf die schiefe Bahn geraten, ne, wenn man das mal so plastisch ausdrücken will.
Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis demnächst. Tschüss.